Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 auf der Map Gemeinde Rade zusammen mit dem Fahrkünstler Randy und mit dem Werner. Hallo, guten Tag. Mahlzeit. So, was ist denn hier Phase? Gar nichts. Gar nix. So. Hier kommt das neueste Windows-Funktionsupdate. Will ich nicht. Ja, das geht pro Spiele. Das geht mir so dermaßen auf die Nerven. Dauernd kommt die Scheiße. Aber ich habe das gestern Abend gemacht, dieses Kratos-Update. Also es dauert in der Tat ein bisschen länger. Ne? Also bei Klick hat es eine Dreiviertelstunde gedauert, bei mir sind es ca. 25 Minuten. Ne? Und dann hast du es aber. Würde ich sagen, ne? dann hast du es. Ja, aber ich keine Zeit für. Muss ich das hier einfach... Nachtzeit. Oh mein Gott, der Trigger ist da hinten, glaube ich. Da. Genau. Ich schmeiß da den Bienenhonig hier hin und her. wenn das die Veganer sehen. Da muss doch hier steht Honig. Wo? Hier, wenn du rangehst, steht Honig, Bauholz und Milch. Wieso fliegt mir die Palette hier einfach von dem Ding? Ich hatte die vernünftig aufgegabelt. Mann, Ansgar, was ist denn los? Alter, kann doch nicht sein. Hergewippt. Das gute Holz, weißt du, alles verbogen, können wir wieder neu machen. Also, Honig hier stabilisieren. Was machst du denn? Schmeiß doch nicht den Honig hier hoch. Ja, du hast mich jetzt gerade geschubbt, Junge. Man schubbt keine Dicken. Okay. So. Was machst du denn mit dem Honig? Der Honig, der ja. Nee. Nicht, doch, nicht. Da muss noch ein bisschen Guck geschüttelt. Mal, was da steht. Ja, halt nicht jetzt. Liegend. Oh. Ja, wie denn? Du musst soll den hier bitte nicht liegend stehen? Oh. Och. Jetzt ist aber Ruhe hier. Fang. Was? Nee. Hm? Bring das jetzt zurück. So respektvoller Umgang. Achtung! Ach nee, Ansgar! Oh, Werner, geh jetzt dahin, ich geb dir das. Ja, wirf mal rüber. Och, Werner, Ansgar! Ah. So. Bisschen auf die Schnauze. Was macht der mit dem guten Honig? Nicht so jetzt, Ja, so einfach, das Ding einfach, wo muss das überhaupt hin? So. Der Hund, er kommt dann, wenn das Gebäude steht, kommt das dann hier rein. Ach so, ja, das könnt ihr mir auch sagen, weißt du? Okay. Standard, dass man das hier erstmal. Ja, so macht man das. Das hier fertig? Nee, ne? Okay. Ich freue mich, dass wir dieses Bienen-Dings hier haben. Das ist auf jeden Fall eine Macke im Moment. Ist es dann alles, was wir brauchen hier, oder kommt da noch ein Gebäude? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es ist alles platziert worden, oder? Ich weiß wohl nicht, für was das Ding da jetzt zuständig sein soll. Das ist, glaube ich, der Verkaufspunkt. Oh, ja. Würde ich mal sagen, das ist marigonaler Anbau. Moment, wir haben das hier. Was ist das hier? Moment mal. Haben wir auch. Diese Fabrik produziert Honigmilch. Das ist das, was Ansgar aufgebaut hat. Was fehlt denn jetzt schon, oder? Und das Verkaufsding. Okay, alles gut. Was ist denn hier schon wieder los? Brennstoff 0%. Es gibt's doch. Oh, Mann! Das Ding ist auch mit nichts zufrieden, weißt du? Nee. So, jetzt muss ich kurz ein Stimmungstief hier einführen. Oh. Sie wollten den Thema ansprechen, oder? Ja, ich habe die Cattle and Crops News gelesen. Ich auch. Ja, du auch. Ich nicht. Ich find's ein bisschen unglaublich, muss ich sagen. Also so von der menschlichen Seite, weißt du? Also eigentlich so von man muss kurz erklären, Cattle and Crops hat jetzt angekündigt, dass Horsch-Geräte nicht im Spiel dabei sein werden, obwohl sie eigentlich schon finalisiert waren, so wie ich das verstanden habe, ne? Weil Horsch sich dazu entschlossen hat, jetzt exklusiv mit einem anderen Spiel zusammenzuarbeiten. Man mag mich Wahrsager an der Stelle nennen, aber ich vermute jetzt einfach mal, dass es der LS ist. Ich glaube auch, dass wir dieses Spiel gerade spielen, ja. Genau, wurde aber nicht näher benannt. So. Ich war echt ein bisschen enttäuscht, als ich das gelesen habe. Weil das Cattle and Crops Team ist ja sowieso nicht so groß. Und dann bauen die da erstmal ein paar Modelle. Und dann irgendwann sagt Horsch, so Jungs, ist schön, dass ihr die Modelle gebaut habt, aber wir arbeiten jetzt nur noch mit dem LS zusammen. Also, weiß ich nicht, finde ich nicht so gut. Randy? Und dadurch verzögert sich das jetzt alles wieder. Wo hast du die Hackschnitzel hingebracht? Hinten rein. Also hier kommt es ja raus und dann hinten füllst du es wieder auf. Ah, okay. Ja, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Was? Ja, Ansgar, ich finde, es ist eine Schweinerei tatsächlich.
Horsch-Exklusive. Es gibt schon. Horsch ist auch so eine sympathische Firma irgendwie. Ich habe mir diesen Gründer dann nochmal angeschaut. Ja. Der war richtig cool auch auf der FarmCon und so und meinte, oh, ja Mai, habt ihr ja hier richtig Tolles gezaubert und so und war richtig, richtig begeistert und so und ist allgemein sehr begeistert vom LS. Und hat auch gute Ideen und hat auch gute Einstellungen zur Landwirtschaft und zur verantwortungsvollen Landwirtschaft und so. Eigentlich ein richtig sympathischer Mann. Aber den Move finde ich irgendwie nicht so cool. Weiß ich nicht. Aber vielleicht ging es auch nur mir so. Aber dir ging es ja offensichtlich auch so. Ja. Werner hat prinzipiell heute Spaß, habe ich das Gefühl. Ich habe den Sachsen-Let's Play abgehoben. Willst du ja, hier immer kurz sagt der, der hier verfassungswidrig Dislikes auf dem Video vor. Ja, ja. Das ist klar. Ja, das wissen die wenigsten. In der Präambel steht: Verteile keine Dislikes auf Sachsen-Let's Players Videos im Grundgesetz. Ja, ja, das hat, ja, also das hat schon Luther an die Kirchenmauer gehämmert. Ja. Und Goethe und Schiller haben auch damals ihrer Zeit haben sie auch darauf hingewiesen, dass das nicht okay wäre. Ja. Ja. Gesetzesbrecher. Ja, wir müssen auch mal wieder rebellisch werden, ich könnte das schon. Aber ich habe gehört, du wirst bald rebellisch, Randy. Ich? Eigentlich Fuchs nicht. Teufelswild. Wieso? Man müsste jetzt die Überleitung verstehen. Nö, Folge ist noch nicht zu Ende. Nee, das habe ich auch nicht gemeint. Ich habe keine Ahnung, was du anspielst oder was ich dir erzählt habe. Armer? Ach, du Alter. Mein Gott. Das war ja noch besser wie mein Video dazu. Ja, siehst du. Aber das Video war auch nicht schlecht. Wenigstens erinnert, dass ihr seht. Also deine Schauspielkünste, die fand ich top, wenn das Video gemeint ist. Das war Österreicher trifft auf Apfelbauer. Ja. Das ist richtig. War mit Österreicher irgendjemand gemeint? Ja, Patrick. Also wo ich das Gesicht drüber gelegt habe, BCR. Ah, der okay. Patrick kommt ja auch aus Österreich. So. Ja, das und ist aus der Arma-Crew da, oder? Genau. Okay. Deswegen habe ich das halt genannt, Österreicher trifft auf Apfelbauer. Ja. Und man hat aber halt wirklich gemerkt, dass am Freitag dann irgendwo nochmal Sommerferien losgegangen sind, weil da waren, also viele wurden von mir gelöscht und auch gebannt. Da waren so viele Kommentare dabei, wo ich mir so denke, ey Leute, entweder mal Kopf anschalten oder Internetführerschein machen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also irgendwie ein Kommentar, den hat er selber von sich aus gelöscht, der User, ich habe ihn dann im Nachhinein blockiert, war irgendwie so, was das soll, ne? Dass ich mache mich irgendwie über Ossis und Österreicher lustig und er schaut mich aber schon seit seinem vierten Lebensjahr und auch alte Projekte. Und ist ja voll doof und ich soll mich halt irgendwie ins Knie schütteln, ne? Lösch dich. Genau, richtig, genau. Richtig. Das hat er dann zwar selber gelöscht, habe ich ihn aber im Nachhinein auch noch gebannt. Kannst du ja einen Account machen, wenn du dich entschuldigen willst. Und, aber immer fleißig Daumen nach oben und abonnieren. So, weiter. Ja, ja. Und dann waren noch etliche Kommentare da wegen den Hitlergruß angeblich. Wisst ihr, wo ich mir so denke, ey Leute, das ist auch, ich weiß nicht, in der Schule nicht aufgepasst oder noch nicht im Thema gehabt. Auch komplett bescheuert gewesen. Und dann halt der Kommentar schlechthin, ist das nur Spaß oder hast du was gegen Österreicher? Wo ich dann selber drauf geantwortet habe, ich habe was gegen Österreicher, Thüringer, Nordrhein-Westfäler, ne, Schweden, Franzosen und Sachsen-Anhalter. Dafür soll das Video eigentlich gewesen sein. Es war jetzt nicht einfach nur ein Video, um den Livestream anzukündigen. Also da war ich wirklich, da muss ich sagen, das hat mich schon genervt, sowas dann. Ich glaube, normalerweise ignoriere ich solche Kommentare, aber dann in dieser Vielzahl, wo man so denkst, ey, warum? Weil, ist es so schwer zu verstehen, dass das eine Ankündigung war? Ein Gag? Was lustig? Also das ist manchmal, da frage ich mich manchmal, was da in den Köpfen von manchen vorgeht. Ich glaube, wir müssen das Förderband noch mal ein bisschen umdrehen. Ja, aber gut, das ist ja ein allgemeines Problem auf YouTube. Das ist ja. Ja, kenne ich aber so nicht. Weißt du, ich hatte ja, also mit sowas habe ich ja wirklich in dem Fall weniger zu tun. Das Übliche, ne? Du bist fett, du bist hässlich, du bist Alkoholiker. Ne? Das ein ist Alkoholiker, ja, das kenne ich ja nicht. Ja, ja, Nazi, Kommunisten, ich bin ja alles. Ne? Das kenne ich ja, aber wirklich sowas Offensichtliches. Weißt du, sowas Offensichtliches, ne, dass man das nicht irgendwie unterscheiden kann, das geht in meinen Kopf nicht rein. So. Kommst du mal und nee.
ist hier schon wieder diese Abendromantik. Naja, ich habe extra ein bisschen vorgetruckelt, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Weil schadet uns ja nicht. Haben wir noch irgendwas auf den Feldern? Ja, ne? Keine Ahnung. Ich hoffe, wir haben Verdorn aus. Verdorn? Ja, ja, das ist sowieso. Okay. Also Heugras müssen wir bei den Schafen mal nachfüllen. Kraftfutter bei den Kühen. Gras bei den Kühen und Wasser bei den Kühen. Das ist mir relativ wichtig. So, jetzt gucken wir mal bei den. Hat er sich jetzt? Er hat sich immer noch nicht. Also 27 ist verdorrt. What? Wenn ich das hier richtig. Oder ist da nichts drauf? Entweder ist nichts drauf oder es ist verdorrt. Da ist nichts drauf. Okay. Richtig. Mir wäre auch neu gewesen, dass wir das angehabt haben. So, 25 ist gegrubbert, da müsste man dann vermutlich säen. Und 1 ist abgeerntet, da müsste man noch grubbern. Okay, wir haben nichts fast auf die den gleiche Feldern. Idee, oder? Ja. Ich will das Ding eigentlich nur von hinten anstupsen, dass es irgendwie aus der Kohle rauskommt. Ist es? Moment, lass mich, darf ich kurz gucken? Ich will nur gucken, nicht anfassen. Moment. Der Hänger hat gar. Nur gucken. Ja, der Hänger. Ach, na gut. Dann ebenso. Aber um da kurz aufs Thema zu kommen, ja. Arma 3 steht dann wohl bald wieder an. Ist ja alles lustig, was man im Livestream gesehen hat. Ist schon ganz interessant. Weißt du, was das Lustige dran ist? Ja. Ich war eine Stunde vorher da und mir wurde auch schon alles gezeigt. Und die haben die gleiche Laberei dann bei dir nochmal gemacht. Aber das wurde mir im Nachhinein auch erzählt. Deswegen. Aber hat mich überhaupt gefreut, dass sie es gemacht haben. Ja. Deswegen war das schon mal gut. Deswegen. Aber ja. Deswegen. Da habe ich mir halt einfach gedacht, willst du mal zur Feier des Lares? Ne? Machst du halt mal so. Zeigst halt mal deine schauspielerische Meisterleistung. Ja. Das ist nicht erwünscht, Randy. Nee. Nee. Definitiv nicht. Das war einfach nur Hetze. Aber ich kann dich beruhigen, die YouTube-Welt, sagen wir mal so, hat mich auch am Sonntag sehr drastisch eine Ohrfeige gegeben, sagen wir es mal so, wie es ist. Hörst du, was ist passiert? Ich habe, das ist halt, wenn du, wie soll ich das jetzt formulieren? Wenn du keinen Bock auf etwas hast, dann machst du es nicht. Oder liege ich da falsch? Nee, ist soweit. Wäre konsequent, oder? So. Genauso ging es mir bei einem LS-Projekt und einem Singleplayer-Projekt. So, ja. Ich weiß, dass das verdammt gut lief. Ich weiß, dass das mega Klicks bringt, ne? Ist mir alles klar. Das Zwiebel lang war das, ne? Ja. Genau. Aber wenn ich dann sage, ich habe keinen Bock mehr drauf, ne? Und dann kommen Kommentare rein wie, das kannst du nicht machen, du Idiot, du Vollidiot und hier und da und hast du nicht gesehen und D-Abo ist da und all solche Sachen, ne? Aber ich dachte, Alter, okay. Wenn du jetzt mal nicht mehr das machen darfst, was du möchtest, sondern nur das, was die Leute möchten, ne, dann ist es eigentlich schon sehr, sehr traurig. Ja, ich habe mich auch verschluckt, ich sag dir das. Alles gut? Ich hab Kaffee verschluckt. Nee, aber tatsächlich bekanntes Phänomen. Man denkt immer, wenn man es den Leuten vernünftig erklärt, das ist ja ein vernünftiger Grund. Wenn man keine Lust mehr hat, dann bringt es irgendwie keinem was, sage ich immer. Weder den Zuschauern, die dann irgendwie auch den Spaß dran verlieren, noch dem YouTuber. Dann soll man das lassen. Und man denkt immer, wenn das dann vernünftig erklärt wird, dann akzeptieren das auch alle. Aber weit gefehlt. Ja. Ich finde es schade. Ich finde es auch schade. Weil ich kann auch einfach sagen, komm nicht mehr und fertig. Weißt du, ich kann auch einen Facebook-Tweet machen oder Kommentar. Ein Facebook-Tweet, nee, ja. Weißt du, was ich meine? Ich kann einfach nur einen Kommentar schreiben, löst Hügler und komm nicht mehr, fertig. Ja. Nee, was mache ich? Ich mache einen Livestream an und rede 2 Stunden darüber, warum ich es nicht mehr mache und bekomme dann solche Kommentare. Ach, ich weiß nicht. Vor allen Dingen, es ist ja immer noch nur, in Anführungszeichen, eine LS-Map. Das heißt ja nicht, dass kein LS mehr gespielt wird. Ich habe ja gesagt, ich glaube, es laufen noch andere genug, andere Projekte, weißt du? Nee, es muss genau das Projekt sein. Das ist das Projekt, weißt du? Ich meine, klar, dass ein paar enttäuscht sind, war mir auch klar, weißt du? Aber dass man so überreagiert, hätte ich mir nicht gedacht. Aber man lernt daraus. Ja gut, du hast daraus gelernt, aber wie willst du das nächste Mal machen? Ja, gar nichts mehr. Einfach sagen, ist vorbei. Weil alles Weitere wäre komplett überflüssig.
was man jetzt gesehen hat. Weil alles Weitere kannst du dir nur irgendwelche Schimpfwörter in den Kopf werfen lassen, wo ich mir denke, wofür? Da kann ich auch die 2 Stunden nicht streamen und irgendwas anderes machen, wie zum Beispiel schlafen. Wäre besser gewesen wahrscheinlich. Wäre aber wieder einen Sonnenbrand kriegen. Genau. Ja. Hätte ich zumindest eine schöne braune Farbe. Also rot und dann braun, aber ja. Erstmal krebsrot. Richtig. Man es kennt. So, Nachtarbeit ist hier angesagt. Wie es weitergeht mit der Nachtarbeit, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin akzeptiert es, der Werner aufgehört hat. Nehmt das so hin, lebt damit. Ihr müsst stark sein, aber lebt damit. Nehmt das und lebt damit. Genau, bis morgen dann. Tschüssikowski. Tschüssikowski.